Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Crusader Kings 2 Teil 39. Das Frankenreich hat mir gerade den Krieg erklärt, weil hier aus irgendeinem Grund die Stadt Megara in Griechenland in mein Reich rein vererbt wurde. Mal gucken. Ja, Bürgermeister Murray hat sie geerbt. Und der hat nur die Stadt, jetzt weiß ich gar nicht, warum er der Vasall war. History kann man hier leider nicht nachgucken. Nun, der Mann ist Schotte. Und wie wir uns erinnern aus dem Geschichtsunterricht, haben ja doch einige Schotten Verbindungen in das ehemalige Herz des Byzantinischen Reiches, weil viele Schotten nach dem Fall von Piktland durch die Invasion durch Dänemark dem Teutonischen Orden beitragen. Der Teutonische Orden dann Griechenland befreite von den bösen Tengri aus Bulgarien, glaube ich. Von Bulgarien ist aber auch nicht mehr viel übrig heutzutage, das Ding noch. Oh, es war Bulgarien. Oder Rumänien, auf jeden Fall. Ja, und der Teutonische Orden hatte hier lange Zeit die Kontrolle, bevor er zusammenbrach unter dem Ansturm des Murakit-Imperiums. Aber deswegen historisch gibt es so einige Schotten, die hier noch irgendwelche Ansprüche und Verwandtschaften haben. Ja, und diese Stadt, die ist mitten im Frankenreich, und das Frankenreich finde ich gar nicht witzig. Wobei ich fahre jetzt am Hin und Her überlegen, leiste ich Widerstand, versuche ich mal die Frankenreich Truppen ordentlich kaputt zu machen. Und es schon mal zu schwächen, denn wenn der jetzt auch noch hier ordentlich Macht verliert, könnte es ja mal Aufstände geben. Das ist mit Abstand der schwächste Frankenherrscher-Kaiser, den ich, ich glaube, überhaupt gesehen habe in dem Spiel. Zumindest halt darauf achten. Na, die Attribute sind gar nicht schlecht. Ambitious, ja. Slothful ist natürlich schlecht, aber seine Vasallen sind eigentlich im tiefgrünen Bereich, fast alle. Der Graf von Hamburg mag ihn nicht. Und der Papst, der auch sein Vasall ist. Der zahlt ihm trotzdem Steuern. Nicht zu knapp. Ja, und ich bin gerade selber eigentlich nicht sehr fest im Sattel. Meine Vasallen hier, oh, die haben sich auch schon ein bisschen beruhigt. Woran liegt's? Weil wir im Krieg sind. Auf jeden Fall musste ich ja das letzte Mal mit Bestechung überhaupt erstmal hier die Unabhängigkeitsfraktion auf zurechtstutzen. Gibt's die überhaupt? Ja, die ist noch da, aber das ist nur noch König Knut, der alte König Knut. Zwei Mitglieder. Also wenn ich Krieg führe, dann müsste ich von den drei Herrschaften, dem Earl von Desmond, Klaas von Hedmark und von König Knut, dem König von Schweden, die Truppen als erste verheizen, denn das sind natürlich... hier zeigt er immer die Stärke Verhältnis an, wenn die jetzt rebellieren würden, dann hätten sie ja ihre Truppen, aber wo sie noch nicht rebellieren, ist ein Teil davon ja für mich reserviert. Und wenn die verloren gingen, würde es ja die schwächen und nicht mich, aber ja, insgesamt ist mein Reich mir auch zu wackelig. Ich lasse die Zeit mal laufen und guck mal, ich habe noch die Verbündeten ja in Panik quasi einberufen, wie die jetzt antworten. Wenn die alle Nein sagen, dann würde ich gesehen, ein Friedensangebot kostet mich eigentlich... Die ergeben, das kostet mich gar nichts. Da kriegt der französische Kaiser ein bisschen Prestige, aber ich krieg nicht mal eine Strafe im Ansehen, weil das anscheinend nur so eine Stadt ist. Okay, meine Frau will mir helfen. Gräfin von Sizilien. Teutonischer Orden kann nicht. Ja, Ritter von Calatra. Ja, gegen katholische Christen haben die sowieso keine Lust. Oh, mein Turnier läuft noch. Der Earl von Cumberland ist maimed. Mist. Ja, es bringt nichts mit dem Krieg. Ich meine, würde ja schon gerne das Frankenreich mal zerbröckeln sehen, aber soll sich noch mit dem Murakit Empire mal richtig schön kloppen. Ich hoffe, dass die nochmal mit voller Stärke aufeinanderprallen. Ich baue weiter aus. Genau, deswegen sage ich ihm jetzt, ja, kannst die verkackte Stadt haben. Die war eh nur für den Urlaub vorgesehen. Ah, ein Angelsachse aus dem Dynastie McGubrain hat das Turnier gewonnen. Im Pikte den zweiten Platz. Oh, er wird gern heiraten und er ist quick. Ey, das können wir vielleicht ja arrangieren.
Keiner aus meiner Dynastie da. Aduria, ist das nicht eine bescheidene, na gut, etwas zynisch, bisschen eifersüchtig, aber auch mutige und gregarious, kann man es mit geschwätzig übersetzen. Quatschen. Ihr habt euch lieb. Das ist deine Belohnung. Und dieser Schott auf Platz 3, der will auch heiraten. Aber Lispelt, dann nicht. Nee, ich hab schon. Willst du mal antworten, du Rotznase? Sein Erbe ist auch noch ein minderjähriger Junge. Ich dachte, die wählen. Ah ja, okay. Gut, dann können wir uns wieder an wichtigen Dingen zuwenden. Was soll ich mir die norwegische Befreiungsrevolte so machen? Lappland wird belagert. Ach ja, das war kurz unabhängig geworden. Wird mein Retinue nicht stärker? Ich habe auch wieder mehr Gold. Mein Gott, die armen Ritter, die haben ja auch so ein stehendes Heer und haben das irgendwie bei mir mal abgestellt. Aber die nehmen jetzt schon Verluste mit gut 2000 Mann. 30.000 gilt für mich. Ich habe aber Boni Technologie aus Durham 50% drauf. Und es ist mein eigenes Reich, es gibt plus 100%. Ja, das heißt, plus 150% habe ich auf jeden Fall die, die nicht haben. Jetzt muss man das mal rückrechnen. Ne? Also ich habe 5 halbe vom Ursprungswert. Also müssen wir 30.000 mal 2 Fünftel rechnen. Ja, also 12.000 sollte es aber trotzdem noch fassen. Die müssen doch noch irgendeinen Malus haben. Ja, weiß ich auch nicht. Bruder, meine Vasallen sahen ja gar nicht so schlecht aus. Was wollen wir als nächstes erobern? Wollen wir den Sachsen nochmal richtig einen reinwürgen? Was macht die norwegische Befreiung so? Gegen wen ist die eigentlich im Krieg offiziell? Gegen mich ja nicht. Also mit jemandem, ich hätte den Duke von Trondelet? Nee, auch nicht. Was? Du könntest mir auf keins sein. Das war noch eine meiner besten Eigenschaften. Da geht der Ruf bei den Vasallen dahin. Und Craven haben wir neulich dazu bekommen. Wird immer schlechter. So. Das sind alles interne Streitigkeiten. Ada. Magnus von der norwegischen Befreiungsrevolte will den großen Häuptling Bodig von Sachsen absetzen. Bekämpfen. Was? Er kämpft gegen Sachsen. Und ist am Gewinnen. Gar kein Schuss. Ich könnte auch die Sachsen wieder angreifen. Aha. Und es gibt noch einen germanischen Aufstand. Ach so, er ist Sachse, nicht Germane, ist ein Unterschied, okay. Ach so, und er ist katholisch. Ach, er ist katholisch? Ostbodig, der Gerechte. Aber sein Land nicht. Sein Erbe ist auch katholisch, dann flippen die auch bald auf katholisch um. Wäre er gar nicht mehr mein Hauptziel, wenn die endlich mal zivilisiert werden. Das heißt, würde überhaupt jemand helfen, gegen den ich einen heiligen Krieg erkläre? Sind die aus seiner Sicht dann auch? Aber da kann die Jura anspruchen. Wir können doch einen fabrizieren, wahrscheinlich, indem wir den entsprechenden. Ah ja, es gibt einen Duchy von Ostergotland. Kann ich nicht kreieren. Ach, das könnte wahrscheinlich nur der König hier von Dänemark oder Schweden. Je nachdem, wozu das gehört. Schweden, okay. Was ist da oben?
Ah, das wäre Norland. Das ist ja auch schwedisch. Wahrscheinlich meine Untergebenen sowieso bald mal einnehmen. Ich würde gerne meine Gebiete noch verbinden, das ist zwar nicht germanisch, aber. Machen wir das oder. Ich baue erstmal mein Retinue aus. Mag eigentlich die Mischung aus einem Arsch voll Bogenschützen. Eine schwere Infanterie, die dann in der Melee-Phase die schützen kann. Ostergötland ist am Plündern bei uns. Warte. Habe ich mir gerade anders überlegt, dann wären wir doch. Das ist Island. Ich glaube, zu Island fehlt uns hier die Verbindung. Man kann irgendwie Heilige Kriege über zwei See ver. Oh, das könnten wir ihnen schon mal abnehmen. Kommt, Jungs, ihr verhungert sonst eh nur hier. Ich frage mich, ob die sich überhaupt noch als Heiligen Ritterorden ansehen oder als Reich. Ich glaube, die sehen sich als Reich an. Testen wir mal, wie dringend er bei sowas mitmachen will. Duchy of Cola kann ich noch usurpen. Da oben. Bringt aber keinen neuen Anspruch, aber gut, das ist natürlich. Den Titel ist natürlich gut, wenn wir den nicht mehr in fremder Hand haben. Uns überhaupt nicht. Und der bleibt uns nicht mehr lange erhalten. Geben wir ihm noch einen Herzogstitel. Ja, selbst dann ist er noch leicht negativ, aber. Gut, gucken wir uns mal das Hauptkriegsziel an. 14.000 geht gerade, es wird im Winter schlechter werden. Also schnell rüberfahren, zur Not schnell belagern, gar nicht so. Die ist klein. Die sind noch geschwächt, weil ich zu viel im Krieg verbraten habe. Dann sollen wir jemand anders die Schiffe beisteuern. Ja, ist die richtige Insel.
Wen umbringen wollen? Ach, der ist von den Rittern von Santiago. Meine Mama ist gestorben, okay. Das geht schnell. Wir können so schnell neue Schiffe holen. Mehr ist da auch nicht auf dem Verhören. Jetzt habe ich irgendwie die halbe Armee verloren bei der Aktion. So viel brauchen wir gar nicht. Nur so 40 Schiffe. Na egal. Zeit aber sei. Oh. Er gibt jetzt schon auf, okay. Halt, stopp. Das ist jetzt meins, die können wir auch da rausschicken. So, jetzt haben wir. Das ist ja fast eine Strafe, die olle Insel da zu halten. Mein Bruder, der hat ja. Achso, den kann ich auch keinen geben. Hey. Weil er nicht in meinem Reich oder so ist. Also mit diesem feinen Mann. Überhaupt keine Diplomatie, die brauchst du auf der verkackten Insel eh nicht. Oh Gott, jetzt habe ich die Verwirrinseln beleidigt. Wahrscheinlich rächen sie sich, indem sie im Fußball die deutsche Nationalmannschaft dann in einem blamablen, die deutsche Mannschaft in einem blamablen Spiel mal schlagen. Ups, das ist ein Teil vom Retinue. Germanischer Aufstand, britisch-germanische Revolte. In Finnmark, das hatten wir halt noch nicht schnell genug. Was, ob ich meine Courtiers beschäftigt habe, indem ich die Mode ändere? Ja, Gott, Blödsinn. So.
hin mag. Wo ist das? Da oben. Ist der Götland plündert uns schon wieder. Oh! Das war dieser norwegische Aufstand. Oh, der ist katholisch. So, wir müssen den Königstitel von Norwegen machen. Ja, das. Vielleicht mit einem Geldgeschenk, wenn ich König von Norwegen wäre. Supply Limit 1000. Die verlieren gerade schon durch das Supply Limit. Oh, ich sammle Königstitel, aber warum kann ich nicht kreieren? Piety fehlt gerade, okay. Gut, nach meinen eigenen Regeln haben die nicht Priorität, denn sind ja auch Katholiken. Ich krieg 8000 Supply angezeigt. Weil jetzt mein eigenes Reich 50% und ich auch noch Nachbarprovinz halt nochmal 25%. Meine Fähigkeitsfraktion ist wieder stärker geworden. Na, der wird aber bald von uns gehen. Ja, der Nachfolger mag uns ein bisschen lieber. Ich will meinen Sohn umbringen. Ja, wer erzieht ihn eigentlich gerade zum Pokémonisten? Oh je, das hätte ich mal viel früher beachten sollen. Das ist eine gute Wahl, wenn der Bischof nochmal versucht, ihn da müsst ihr sehen, als Mitglied von Sizilien an. Gut, welche Revolte niederschlagen, wird mein Ruf bei meinen Vasallen aber wieder steigen. Es gibt nochmal einen Bonus, wenn man eine Major Revolt niedergeschlagen hat. Ah. Da hat er was fertig bekehrt. Ja, da oben war er leider noch nicht so weit. Das ist schon katholisch, da muss ich nichts machen. Island schon wieder.
Ostisland und Östergötland wieder. Die sind gleich dran. Der mochte mich auch nicht. Guck mal da oben, wo das ausgebrochen ist. Okay, jetzt ist es auch kalt, jetzt verliere sogar ich hier. Oh, ja, geht schon von selbst. Ja, gut, der Herrscher da. Wirklicher Herrscher ist ja auch da am Arbeiten. Ja, wieso greift er nicht an? Das reichte sonst doch auch, wenn man sie noch so auf den letzten Schritt erwischt hat. Zeit, dass König Knut abtritt, auch wenn er guter Kanzler ist. Ignorze Infidel. Ach, das hat er mir übel genommen. Ach, er ist ein Zelot, der ist ein richtig überzeugter Katholik. Ja, manchmal sind die später zugekommenen, die fanatischen. Das war stimmt, ich hatte hier einen jüdischen Stuart, glaube ich. Aber der ist gestorben. Ja, muss man auch... Ja, das lohnt sich wohl. Die muss ich in Zukunft raushalten aus meiner Regierung. Ja, ein paar Pferdchen könnte ich mal dazu nehmen. Oder das hier mal, ein paar Pikemen, das ist ein guter Konter gegen Kavallerie.
Ups, jetzt bin ich fast pleite. In den anderen Location ein Abenteurer, wenn zwei kommen. Abenteurer waren mal viel gefährlicher, habe ich mitgekriegt, sind aber runtergepatcht worden, dass sie nicht mehr absurd viele Truppen haben. Ich glaube, ich hätte nicht so viel Retinue-Truppen ausheben sollen. Wie peinlich. Geht das gerade wieder ins Plus? Oder muss ich mir Geld leihen? Ja, die neuen Retinues füllen sich gerade, das kostet Gold. Oh je. Wir haben ein paar Mal auf den Knopf gehauen. Ach, Skane? Okay, das ist auch unabhängig. Und da ist Magnus den Befreier. Hm. Was passiert da gerade? Oh, es gibt einen fränkischen Unabhängigkeitskrieg. Ich sag doch, der Junge ist der schwächste fränkische Kaiser, den ich seit langem gesehen habe. Er hat nur noch 20.000 Truppen. So, er hat auch einen Krieg mit dem Heiligen Krieg hat er geführt, um Flakesia mit dem Ohakit Empire. Da hat er sich so geschwächt, dass die Leute morgen da füttern. Krieg hat er verloren, okay. Leih ich mir Geld von den Juden oder nicht, ist bei mir gerade die Frage. Monthly Balance ist wieder positiv. Ah, okay. Crusade for Jerusalem. Jetzt werde ich aber übelmütig. Sorry, this Pope Constantine III has been swayed by the Christ for help und bla 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 bla. Gott. Hm. Ja, noch 47.000. Es wäre sehr ironisch, ich müsste mir gerade Geld von Juden leihen, um mir die Schiffsfahrten darüber und die Truppenaushebung leisten zu können. Ach ja, der Typ. Oh, meine Frau ist ja noch jung, richtig. Rangian Guard. Wer macht denn alles mit? Gräfin von Kavuna. Oh, und die Tochter ist eine Gerd Walding. Von Ancona. Der Papst selber. Skane machen hier mit. Longobarden. Wir haben gerade Finanzkrise, weil ich einen nervösen Klickfinger habe.
Okay, jetzt springt jeder auf den fahrenden Zug. Aber es ist minus 17% ist der Warscore. Es täuscht also etwas mit dem Erfolg. Hat seine Revolte hier abgewehrt. Oh, auch sehr pleite. Hat sich schon Geld geliehen. Ah, super, jetzt mal kommt wieder das Tabletop-Ereignis. Die Miniaturarmee aus Holz. Katsching, das erholt sich auch schnell. Ich habe die Tochter bei mir behalten. Die beiden ersten Kinder sind halt in Sizilien. Ah! Ja, nee, ich warte auf, dass der König von Schweden stirbt. König Helge von Dänemark gibt's jetzt. Oh, I've taken such pride in myself lately that my court chaplain, Bishop Searle, noticed this and chided me about it, crazy man. Oh je, ich nehme das nicht ernst, was er sagt. Die Independence Faction, ah, die ist etwas zurechtgeschrumpft, okay. Ein großer Teil meiner Armee ist stehendes Heer. Das hilft wahrscheinlich. Wenn die sind bald voll aufgefüllt, dann müsste das Geld auch wieder deutlich schneller steigen. Ah, König Knut macht jetzt einen heiligen Krieg gegen Norland. Er ist auch beschäftigt. Norland, das heißt, das Stück würde er sich holen. Gut, ich hatte Angst, dass es eine Baronie ist, die im Frankenreich liegt, die er da geerbt hat. Er ist katholisch. Konvertieren die Sachsen jetzt. Na, sein Hauptgebiet schon mal. Das ist wieder das Dangerous Factions Logo. Ja, die Independence-Fraktion ist wieder stärker geworden. Ist beim Marshall, hör auf mit dem Quatsch. Ups. Das ist tatsächlich mal eine ernste Warnung. Wenn dieser Junge stirbt, wird ein Sachse das erben. Naja, aber der kann ja noch Söhne kriegen. Ah, da will man. So war ein Jude, der will besser stürmen. Wir haben ja gemerkt, unsere religiösen Eiferer nehmen mir das übel, wenn ich sie einsetze. Deswegen mache ich das mal nicht. Wo ist mein Geld auf einmal hin? Da sind auf einmal Soldaten verloren gegangen. Es ist immer so kalt geworden. Geh mal da runter, da ist schöneres Wetter.
Sind wieder voll. Ja. Das ist anscheinend sehr teuer, wenn die Leute verlieren und das ersetzt werden muss. Island. Ja, noch 6 Jahre Waffenstillstand. Die Jungs sind sowas von am Verlieren. Wer ist Dutta? Der hatte, glaube ich, den Aufstand angeführt. Ich weiß nicht, warum ihr den feuern wollt, aber... Na, schön. Ich kann meinen Sohn nicht mal irgendwie geschickt vermählen, weil er bei Mama am Hof ist. Und Craven immer ein Diligent und ein Bisches. Hm. Oh, wir haben einen neuen Bürgermeister für unsere Handelsrepublik. Und dann ist das Haus Berkeley ausgestorben. Das Haus Grand Perry gibt es dafür. My spymaster tells me that information about my plot to kill Knut Ranneson might have leaked to someone outside the conspiracy. We do not know who yet, but maybe we'll hear from him. Ja gut, ich meine, dass ich einen Typen umbringen will, der eine Invasion auf mich plant. It has come to my attention that you are the leader of a plot to kill Knut Ranneson. I find this most fascinating. I bet that others would too. I suspect that you wish to keep this a secret, but my silence comes with a pride. Signed, Prince Oswine of Scotland. Mein Cousin. Bastard, but I don't have a choice. 100 Gold verlieren. Und I won't tolerate blackmail. Das kostet mich wieder Ruf, wenn es verraten wird, aber... Für so einen doofen Abenteurer umbringen wir in einer anderen Location, also bitte. So kann ich den... Request Money. Wieso nicht? Wieso, er hat keins. Eieiei, das dauert noch. Er hat auch noch Sachsen angegriffen, verliert das jetzt. Sind Leute bei, die uns eigentlich gut ausstehen können. Knut of Knut's host has declared Knut's conquest of Galloway on Emperor Aedwulf of Britannia. Der will nur Galloway haben. Ich meine, das kriegt er auch nicht. Moment, da kann ich Ruf bei jemand steigern. König von Schottland, leider ist er eine Nulpe. Das können wir dem Kind nicht antun. Das ist ein Duke, aber der stirbt bald. Den großen Bürgermeister, da kriegen wir auch direkt mehr Gold, wenn er einen höheren Ruf hat. Ich weiß aber nicht, ob das zählt, weil sie eine... ein Bastardkind ist, ob das auch, ob er das auch als Ehre betrachtet. Ja.
Entrusted Ward plus 20. Können wir mal gucken, ob wir den hier finden. Grand Mayor of East Anglia. Ach stimmt. Wo ist er denn, der Host? Gar nicht mal so wenig. Habe ich das verpennt, dass er hier mein Retinue vernichtet hat, anscheinend. Peinlich. Der schleicht sich ein bisschen sehr hier Routine ein, wenn man... das länger spielt. Jetzt haben wir noch die Frage, wo ist echt Galloway? Ach, er ist da gespawnt und will das Herzogtum dort erobern. Fein. Gut. So homöopathische Armeen. Vielleicht kommen wir 2000 zusammen. Du darfst mal aushelfen. Wie ist denn Herzog von Galloway? Bin ich das selber? Nee, glaube ich nicht. Nee. Ah, der erste Duke von Galloway. Hier, dein Titel ist in Gefahr und den habe ich gerade schon angehoben in Truppen. Gut, weil ich einfach verpatze, mache ich jetzt mal ein bisschen langsamer. Also, die belagern hin und her, wissen nicht so richtig, was sie machen sollen. Ist mir recht. Und 8270 und 200 Schiffe hat er da auch, okay.
Armee aus Dänemark kümmert sich schon einiges. Müsste ich technisch doch klar überlegen sein. Von der Zusammensetzung her gar nicht mal. Gucken wir mal darüber, falls er die schwedische Armee angreift. Nach Uppland geht er, okay. Ah. Ah, okay, die Truppe ist weg. Ich würde ja hoffen, dass ich mal Craven bei einer dieser Schlachten verliere. Feigling. Ist wahrscheinlich zu viel verlangt. Ah, Claim auf Östergötland. Oh, das kostet Geld. Das brauchen wir auch nicht mehr. Und zu teuer mache ich lieber einen Heiligen Krieg. Sind auch noch verdammt gut. Hat aber auch viel Geld. Dann kriegen wir so ein ganzes Gold. Sehr schön. Goldprobleme gelöst, aber ich muss ja auch gerade meinen Retinue, den er zerstört hat, wieder ersetzen.
Gut, ich muss mir mal eben umgucken, was hier. Infirm inzwischen. Tochter aus meinem Haus inzwischen auch schon 50. Und ihr Erbe 19 Jahre, okay. Zweite Sohn wäre nicht aus meiner Dynastie. Heiliger Krieg minus 56%. Oh Gott. Naja, es kommt auf knapp 20.000. Und darf nicht einen Friedensvertrag mit dem. Das heißt, ich hätte gerade mehr Truppen als das Murakit Empire. Was sehen wir denn da? Queen Luma the Usurper greift einen Heiligen Krieg an. Eine Könige von Nubia. Das ist ja spannend. Ein katholischer Aufstand. Der Kreuzzug. Hier ist noch ein Host. Ist noch neutral, das heißt der Host dürfte noch vollzählig sein. Ah, ich überlege halt, mische ich mich noch ein. Ah ja, da ist dieser Host. Oh. Die Perrys, das neue Haus, haben auch gleich den übernommen. Oh, der mag mich. Das ist gut. Bring du immer was bei. Kannst auch halbwegs was. Ja, wenn ich eine gute Kandidatin für ihn finde. Ups, ein Tauriker ist inzwischen ganz geschluckt worden. Ja, mit dem Sohn können wir uns auch ein bisschen offen halten. Können wir nicht, der heiratet irgendwann von selber.
Ja, den Kreuzzug nach Jerusalem noch beitreten oder nicht? Die Unabhängigkeitsfaction ist aber immer noch unangenehm stark. Oh, was ist passiert? Der stärkste Vertreter von König Knut der Alte ist gestorben. König Ernst von Schweden ist der Nachfolger, auch schon 62 und gestresst. Prinz Ingolf mag uns so halbwegs. Oh, der ist inbred. Okay, der macht wahrscheinlich nicht so viel Ärger. Schüchtern und zufrieden. Guter Erbe. Der hier, Silas Gregarious. Kann eigentlich einen Anspruch auf Island generieren? Ah, das können wir auch mit Heiligen Krieg machen. Man kann das eigentlich bleiben lassen. Der da will sich mal unabhängig machen, dann besser mal die Beziehung zu ihm. Ja, dann beenden wir doch den Teil mit dem Tod des alten Knut von Schweden. Ah, hier gibt es immer noch Leert Wildings. Ich hatte schon Angst, dass die aussterben. Also im katholischen Aufstand in der Backe. Nee, wir gehen ziemlich anders. Aber der hat schon der 33.000. Nee, das wird eher nichts. Also König Knut von Schweden ist gestorben. Wir haben einen Abenteurer abgewehrt. Wir halten unsere Vasallen gerade noch so zufrieden. Frankreich hat sich auch schon wieder erholt. Und Ostergötland wird bald fallen, erobert von dem König von Schweden. Wahrscheinlich werde ich dann das Ding per Heiligen Krieg mir das nächste Mal holen. Ja, ist gar nicht schon katholisch. Ich glaube, ich werde im nächsten Teil dann auch das Island-Problem endlich mal lösen. Das ist noch voll germanisch, auch die Bevölkerung. Nie wieder Raubzüge aus Island. Jo, das wird's beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.